Es war einmal, an einem wunderschönen Tag. Ein kleiner Teddybär fing plötzlich an zu sprechen und sagte: Hey Hugi, erinnerst du dich daran, als ich dich letzte Woche betäubt und dann vergewaltigt habe? Was? Na ja, das Video, was ich davon gemacht habe, ist jetzt irgendwie im Internet gelandet und... Was? Aber sorg dich nicht, ich habe bereits eine Lösung für das Problem. Ist dir übrigens mal aufgefallen, dass Pokémon nie scheißen? Das sagst du doch nur, um mich davon abzulenken, dass... Aber Moment, du hast recht. Naja, aber wer will denn schon Pokémon beim Kacken zu gucken? Also ich schon. Aber irgendeine Form von Ausscheidung müssen sie ja haben. Ach natürlich, ihre Attacken. Vielleicht sind Pokémon so weit evolutioniert, dass sie Nahrung komplett verwerten können und ihr Stoffwechselprodukt Energie in Reinform ist. Genau wie bei mir. Hast du deinen Traum, irgendwann mal ein Pokémon zu sein, immer noch nicht aufgegeben? Teddy, Teddy. Energie in Reinform als Stoffwechselprodukt durch Evolution. Da kann sich der Mensch noch so viel auf seine Daumen und Sprachkenntnisse einbilden. Kacken muss er immer noch. Fühlt sich Kacken eigentlich geil an? Dabei fällt mir auf, dass ich im Pokémon-Universum aber auch noch nie eine Toilette gesehen habe. Aber Ash Ketchum beim Scheißen zusehen will jetzt nun wirklich niemand. Ich schon. Ich gehe ja übrigens davon aus, dass es sich in der Pokémon-Welt evolutionstechnisch wie in der realen Welt verhält. Dass also Pokémon und Menschen den gleichen genetischen Ursprung haben. Dass ein Mensch also auch ein Pokémon ist, nur eben mehr oder weniger weiterentwickelt. Moment, das würde ja bedeuten... Ganz genau, denn der einzige Grund, warum in der Pokémon-Welt jeder nur mit einem Pokémon auf Reisen geht, ist, dass wenn du nämlich selber von einem Pokémon angegriffen wirst, deine einzige Art der Verteidigung ist, mit deiner eigenen Scheiße um dich zu schmeißen. Ah, ist das peinlich. Das ganze Leben ist peinlich. Ende.